Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde und die wartet drauf, dass der Bowenet. Das was voll ist? Dem ist die Schleimsuppe ausgegangen und es fehlt nur noch ein winzig kleines Fitzel, der fertig ist. Und ich habe ja in der letzten Folge, habe ich ja das gute Schweinefleisch, das wir hergestellt haben, habe ich in unsere Futterkrippe gemacht und ich muss. Dass dieser tolle Trick, dass das Essen daraus anscheinend nicht verschwindet, obsolet ist. Denn, tada, der. Und auch kein Gammelfleisch. Also es wurde gefressen. Das gekochte Futter wurde aus der Futterkrippe weggefressen. Wer hat es weggefressen? Das ist ja frech. Ich vermute mal die Tiere. Nein, das Tiere. Deswegen werde ich jetzt die Zeit hier nutzen, noch ein bisschen warten, bis der Bone fertig ist und werde einfach noch ein bisschen Steine und Holz hacken. Ja. Genau. Bevor ich mich dann auf dem Weg zum lieben Heinrich mache. Ja, stimmt, du bist doch gar nicht da. Nein, bin ich nicht. Ich dachte, du läufst hier irgendwo rum. Ups, habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, ich bin noch in der alten Basis. Aber gefühlt warst du neben mir, als ich gerade die Mauer gebaut habe. Aber nur gefühlt. Ja. Ich so nur gerade hier so eine Ziegeltürrahmen. Haben wir noch einen? Nee, ne? Musst du gucken. Weil also irgendwas... Ich habe immer nur das gebaut, was wir brauchen. Ja, manchmal hat man halt einfach zwei Teile zu viel. Das ist einfach so. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass wir noch irgendwie wo was haben, aber ich habe mich wo geirrt. Doch. Es ist aber Sandstein. Eine Sandsteinmauer und eine Sandsteintürrahmen. Und eine Holzkiste haben wir auch noch. So, was brauchen wir für eine sehr schwere Verstärktür? Stahlverstärkung. Das sind die besseren Verstärker, Lena, ne? Das ist das gleiche wie aus Eisen. Verstärkung nur aus Stahl. Naja, nur besser. Ah, einen haben wir. Aber nur einen. Kannst du in der Schmiede machen? Ja. Aber dann brauche ich halt nur zwei. So, stell es her, Schmied. Schnell. Ich wollte ihn motivieren. Ja, unser Wölfchen ist aber schon fertig. Bringst du den... schon gesagt? Nee, aber bringst du den dann mit? Natürlich. Und die Sklaven, die fertig geworden sind, bringe ich auch mit. Mehrere. So, unsere kleine Mauer ist fertig. Cool. Also zumindest so die erste Etage. Also die Gegner kommen nicht mehr so leicht. Ah, hier hinten könnte man vielleicht noch was machen, Stückeli. Die könnten ja von der Ecke kommen, das ist natürlich unschön. Bis hier, hier könnten sie ja auch noch hochklettern. Das heißt, bis hier muss ich auch ungefähr noch bauen.
So eine kleine Ecke, das wird auch eine kleine Schönheitsoperation. Du machst das schon. Ich kümmere mich ums Haus, du dich um die Außenmauer. Genau. Teamarbeit. Vielleicht kümmere ich mich dann noch ein bisschen um Dekokrempel, damit zumindest die erste Etage schön gemütlich ist. So, was braucht ihr jetzt für die Türe? Ah. Das, was ich schon weggelegt habe. So, was wollten wir ansonsten eigentlich hauptsächlich heute machen? Ich meine, jetzt schlagen wir ein bisschen Zeit tot und so, aber was war der eigentliche Plan? Ein bisschen Zeit tot schlagen? Ich weiß nicht, also Fledermaus hast du vorhin nochmal angesprochen. Aber ich baue jetzt erstmal wieder Sandsteinsteine und danach, wenn du hier bist, können wir gerne hier zu diesem Ledermaustürmchen, wo immer der nochmal war. Ja, der ist eigentlich ja bei mir in der Nähe, also wäre es eigentlich sinnvoller, wenn du zu. Der ist bei dir in der Nähe? Wo waren die nochmal? Ich weiß es echt jetzt nicht mehr. Hab ihn. Tom, der Fledermaus, hast du recht. Dann habe ich jetzt auch einen Nahkämpfer mitgenommen. Den semitischen. Passt schon. Der kriegt das gerissen. Aber ich sehe gerade, doch ein bisschen was zu essen habe ich, aber ich habe nichts zu heilen. Und hier muss ich noch was bauen. Tränke oder so haben wir nicht mehr, ne? Kann ich dir jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen. Nee, Computer sagt nein. Ich weiß nicht, ob wir hier in unserer alten Basis noch was haben. Moment, ich gehe da. Dann könnte man sich schon fast in der alten Bar, also beim Fledermaus treffen. Ja, ja, das ist eine gute Idee, aber ich kann das erst nur, ich kann es nur beauftragen hier. Ich kann 6 herstellen, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Dauert ein paar Minütchen bestimmt. Also wir haben noch 18 Aloe-Extrakte haben wir da. Dann musst du mir irgendwelche mitbringen. Dann gehe ich jetzt los. Naja, eigentlich muss ich ja nur einmal hier um die namenlose Stadt laufen und dann bin ich ja schon fast da. Und dann irgendwie hochklettern, irgendwie querfett ein. Ja, ich warte, bevor du jetzt so wahnsinnig losrennst. Pfeile werden noch ganz gut. So Giftpfeile zum Beispiel. Oh, jetzt bin ich schon losgelaufen. Okay. Wie viel brauchst du? 100? 200? Ich denke, 100 sollten reichen. Warte, ich kann aber auch gucken, ob wir noch in deinem Tempel welche haben. Hast du nicht. Aber ich habe Taler. Die kann ich da nicht rausnehmen. Du brauchst nur Äste. Und dann kannst du dir da... Ich kann nichts in deinem Ding machen. Ich bin kein Seelenanhänger. Dann tut's mir leid. Aber ich kann ein bisschen Gegengift mitnehmen. Ja, das ist habe ich schon letztes Mal gemacht. Aber ungefähr 900 Pfeile kriegen wir da noch raus mit den ganzen Marken. Ist ja nicht wenig. Nee, weil die ganzen Pfeile haben wir leider rübergebracht. Jo. 400 Giftpfeile habe ich. Okay, ja, das sollte... Ja. Ich glaube, so viel bringe ich gar nicht mit. Ich bringe einfach nur 200 mit. Und vielleicht mal ein paar Knochenpfeile für mich. So.
Knochenpfeile mache ich mir auch noch ein paar. Mann, hier waren doch auch irgendwo Pflanzenfasern. Ah, die Seetleute mögen mich wieder. Die wollen mich jetzt nicht mehr angreifen. Ah, aber hier haben wir noch ein bisschen Eisbein und Schweinefleisch. Ach ja, wir waren in der alten Basis und haben das alles reingeworfen, was wir gefunden haben. Oh. Stimmt ja, ich bin nur da abgehauen quasi. Ich habe das da reingeworfen und bin abgehauen mit den Sklaven hier rüber. Und hab dann ja weitergebaut. Darum ist das ganze Fleisch da. Ja, aber das Fleisch, das ich so schön in den Dings gepackt hatte. Wir hatten noch normales Fleisch im Futtertrog getan, das stimmt auch. Ja, aber auch Eisbein. Das ist halt weg. In der neuen Basis? In der alten. Achso, in der alten war das, okay. Ist da noch Gammelfleisch drin gewesen oder war es komplett weg? Es war komplett weg, als ob es nie drin gewesen wäre. Deswegen vermute ich, dass das doch auch die Tiere fressen. Weil das, was ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund in den Mahlstein gepackt habe, das ist... Okay. Aber Mahlsteine wird es ja auch schlecht. Also können wir es ja quasi tragen, oder nicht? Ja. So, Knochenpfeile habe ich mir jetzt auch noch mal ein paar gemacht. Dann schnappe ich mir den kleinen Karsten und komme. Ja, du hast den kürzesten Weg, aber ich brauche noch ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen auch noch deinen Stab. Den habe ich dabei. Den hast du? Warum auch immer, ist der mein Inventar, ja. Und das ist nicht der wiedererweckte Stab. Nein, das ist der Stab des Triumvirats. Weil ich hatte auch den erweckten Stab des Triumvirats, den hatte ich schon mal mitgebracht. Ja, und dein Stab leuchtet, meiner halt nicht. Okay. Und lass mich auch den Kopf abhacken mit der Axt. Natürlich. Ach, die Abkürzung ist vielleicht doch scheiße. Ich gehe doch außen rum. Wenn ich diese Leuchtskelette sehe. Ach, ich freue mich auf die Reittiere. Ich mich auch. Wohl eigentlich brauchen wir ja keine anderen Tiere. Es gibt ja genug Tiere, so man muss es nur die Fähigkeit haben. Oh, wie geil wäre das, auf so einem kleinen Tigerchen zu reiten. Ja, ich wollte sagen, ich will auf ein Wildschwein reiten. Das ist auch cool. Wie sind die Orks in den meisten Fantasy-Romanen oder... Das sind Waage. Ja, aber... Und das ist eine spezielle Form von Wölf. Ja, das war bei Herr der Ringe so. Aber bei anderen Sachen, wie bei Warhammer, waren es halt Wildschweine. Riesige Wildschweine. Die Goblins bei Warhammer reiten auf Wölfe. Wölfen. Oder Wölfen.
Kriegstänzer hier. Hast du noch an der alten Basis mal eine Kriegsbemannung fertig gemacht oder wolltest du das? Ja, habe ich. Perfekt. Hui. Die habe ich jetzt nicht dabei, weil die ist Trägersklaven. Okay. Ich habe sie gemacht. Mache ich mich mal an den Aufstieg. Ich bin erst gerade beim Abstieg. Und ich ziehe mich mal wieder nackig aus. Ulrich, guck mal weg. Ich glaube, das war eine blöde Stelle. Oh nein, ich will nicht nackt kämpfen. Geht weg. Darüber könnte es gehen. Du bist schon am Aufstieg. Na gut, du hast den kürzesten Weg gehabt. Ich schaffe das. Dass ich mich nackt ausgezogen habe. Sache. Gerade so hochgekommen und dann oben, zack, keine Ausdauer mehr. Klettere in der Mauer. Nice. Ja, man sieht mich nicht anklettern. Oh, du dreckiger Kackvogel. Alter. Drei Vögel hintereinander. So, das habt ihr, Drecksviecher, davon. Dann habt ihr mal ein paar Federn besorgt. Das ist. Ich bin extra an den Vögeln vorbeigelaufen, aber nein. Die müssen mich ja angreifen. Und die können dich ja umrempeln quasi, ne? Und dann wurde ich jetzt gerade zwei, dreimal hintereinander umgerempelt. Diesen Scheißviechern. So. Ich bin voll auf der anderen Seite. Verdammt. Wir müssen da lang. Will ich um? Da lang, genau. Dann weg hier vom Vogelparadies. Da lieber nackt. Ich muss erstmal den richtigen Ort zum Klettern finden. Ich muss hier um den Fluss. Dann kann ich da ein Stückel. Ah, scheiße. Geronimo, sei tief genug! Ne, war nicht tief genug. Scheiße. Ein namhafter Koch. Toll.
Er war namhaft. Ich bringe ihm sein Herz mit, falls er... Oh, scheiße, noch mehr. Ich wollte jetzt nicht mit Menschen spielen. Oh, ich habe doch keine Zeit. Noobs hier. Dann haben die nichts Tolles dabei. Welche Aufnahme wird angeguckt? Deine. Meine? Okay. Ja. Dann seht und leidet. Oh Gott, ich dachte gerade, diese scheiß Fledermaus hätte mich gesehen. Ah, Hyäne. Und ich bin nackig. Scheiße. Auch nackig mache ich euch Platz. Nur looten kann ich sie nicht, okay. Könnte sein, dass der Server gleich weg ist. Oh oh. Ja, manchmal ist das ja so, dass der Server sich verabschiedet und dann kann man schon nichts mal einsammeln irgendwie. Wohl, den Ast konnte ich den Ast konnte ich einsammeln. Oh, Babyhyäne. Also normale Hyänen. Ich hasse euch. So. Mal kurz gucken. Wir müssen da irgendwo hoch. Und ich glaube, da können wir auch nicht dran vorbeilaufen. Da müssen wir klettern. Da hilft nichts. Aber da hinten sieht der Aufstieg gut aus. Okay. Darf bloß nicht fallen. Wo ist die Schlange? Wo ist die Schlange? Willst du wieder einen Schlangentanz machen? Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Da kriegt die Schlange. Ah, sieht er hier gut auf mit dem Aufstieg? Oh, du bist ja noch richtig weit weg. Ja, hab ja auch den weitesten Weg vor uns. Dumm ist halt nur, ich müsste entweder ewig drumrum laufen oder warum mache ich jetzt hier querfeld ein? Da bin ich ja schon guter Weg. Schon bald da. So, sind wir ausgeruht und hoch da. Oh, Achselhaare habe ich auch. Ja, die habe ich auch. In den 80ern war das ja Standard. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Hast du gerade was geöffnet? Ich habe gerade so ein Geräusch gehört, ob sich so ein Stein verschiebt. Cool. Was ist das denn her? Nein, 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 nein. Oh, du kleine Sacknaht. Geh da hoch. Hier schon rum. Ich bin den ersten Hügel erklungen, aber ich sehe da noch einen. Ich bin noch nicht ganz da. Okay. Oh, ich kann im Liegen nicht trinken. Schau einer an. Also ich bin fast da, aber ich muss jetzt diesen Aufstieg da machen. Ich sehe jetzt den nächsten guten Felsen, wo ich hochklettern kann. Okay. Ich habe nur keinen Bock auf diese ganzen verfickten Steinnasen. Oh. Ah, war das ein schönes Schläfchen.
Wie Schläfchen? Hast du jetzt schlafen? Ich habe ein bisschen geschlafen, als ich auf dich gewartet habe. Ich habe mich hier hingelegt und habe ein bisschen geschlafen. Hättest ja schon mal die Steinnasen von oben platt machen können. Da oben sind keine Steinnasen. Und hoch. Tschüss, Sidi. Ja, ohne Rüstung klettert sich besser, ne? Hm. Aber es ist auch cool, dass man die Rüstung ja gar nicht sieht eigentlich. Die hat er wahrscheinlich runtergeschluckt. Und wenn wir sie brauchen, kotzen wir sie wieder aus. Ja, man muss sagen, ey, das Klettern, das gab's ja früher nicht, das wisst ihr ja auch, aber das verändert ja so dermaßen das Spiel. Mhm. Oh, jetzt bin ich mit dem Arsch so ein bisschen, oder jetzt bin ich fast im Objekt drin, aber... Oh! Ich bin durchgeglitscht. Ja, das ist mir auch passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch reicht, wenn ich jetzt... Wo kommt der Nackte denn hochgeklettert? Los, 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 los! Ah, ich kann stehen. Ruh dich aus. Hüpfe. Ah, ich bin fast bei dir. So. Ach, da. Jetzt ziehe ich mich wieder an. Hallo. Guck weg. Oh. Ich habe ein Recht auf Privatsphäre. So, du möchtest hier gern noch Schlangenpfeile. Geh mal hier hin, nicht, dass die irgendwie runter... 200 Stück. 100. 200. So, dein Tiger gebe ich nochmal Ärmchen, den Carsten hier. Lecker Ärmchen und lecker Fleisch. Dann ist er schon mal gebufft. Dasselbe können wir ja eigentlich mit Ihmchen auch machen. Dann kriegt er auch nochmal ein Stück, zwei Stück Fleisch. Achso, du brauchst ja noch Aloe-Extrakt. Ja, wer... Bitte schön, liegt da auf dem Boden. Ganz gut, hole ich mir sofort. Trinken brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh Gott, 10 Stück für mich. Du hattest noch welche, ja? Ja, ich hab noch 8. Gut, wie sagen wir jetzt... Ach, der Gegner ist ja schon da. Hurra, hurra, der Gegner ist da. Knochenpfeile aktiviert. Bist du denn soweit? Nein. Jetzt. Oh, das ist eine gute Idee. Warte. Ah, warte. Ich bin feige. Jetzt bin ich bewacht. Ah, nein. Aha. Was denn? Genau. Bist du. 3, 2, 1. Go! Los, Batman. Zeig, was du kannst. Kannst gar nichts. Das ist ein Witz, Batman. Kommt der hier hoch? Theoretisch ist er ja groß genug, ne? Eigentlich schon. Ah! Oh, ja. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist Gift für die Atmosphäre. Wo ist mein Kumpel überhaupt? Ach, der ist da. Dann komme ich auch mal und helf dir. Dass er vielleicht abwechselnd mal auf dich, mal auf mich geht. Jetzt oh, der ist benommen. Oder hat der Carsten gerade betäubt. Nee, er blutet. Das ist von Carsten. Ja, ich mache auch Stichwunden, aber gerade nicht. Aber das funktioniert doch so. Oh, der hat mich doch irgendwie gerade erwischt. Arschloch. Steck dir diese Spitze in deinem Popo. Yes!
das war ja entspannt. Ja. Da konnten wir volles Risiko gehen. So, aus dem Weg, Carsten. Ey, ich hab seinen Kopf gekriegt. Aber es scheint wohl kein Endboss zu sein. Nein. Verdammt. Und wie kriege ich jetzt den Stab? Komme. Folge er mir. Blutig? Folge er mir. Ja, ich folge dir. Ach ja, wir müssen den Stab... So, tue den Stab und das Blut der Fledermaus hier hin. Oh, ja. Schon fertig? Nein, er lebt noch. In der Warteschlange. Ah. Stell mir gerade mal so ein Ritual mit Hexen vor und mit irgendwelchen Satananbetern, die da irgendwas beschwören. Und dann kommt dann so ein Bild mit Warteschlange. Der Teufel hat in 3 Minuten wieder Zeit für sie. So, haben wir. Mission complete. Das heißt, das können wir jetzt nach Hause und das mal aufstellen bei uns? Erweckt das? Ja, also ich werde nochmal in unsere alte Basis gehen, weil ich hoffe, dass jetzt unser Sklaventreiber fertig ist. Gut. Hat du gut gemacht, Carsten. Feiner Carsten. Ja, hast du gut gemacht, Kämpfer. Feiner Kämpfer. Schöner Kämpfer bist du, Iro. Schöner Kämpfer. Gut, dann teilen wir uns auf und sehen uns in einer neuen Basis. Oder wie wollen wir vorgehen? Ja, können wir machen. Aber dann würde ich auch schon fast sagen, dass wir auch einen Break machen, weil jetzt einen Rückweg müssen wir jetzt nicht den Leuten zeigen, oder? Du hast ja die Zeit im Blick. Ja, dann wird es mal eine kürzere Folge von einer halben Stunde. Ja, okay. Eine halbe Stunde sollte so eine Folge schon. Ja, meine ich auch, ist okay. Aber jetzt wieder, wie wir zurücklaufen. Ja, aber wir hatten ja jetzt auch letztens erst wieder so eine 56-Minuten-Folge. Ja, in diesem Bereich möchte ich auch gerne meine Folgen haben. Also im Idealfall im Durchschnitt 45 Minuten. Ah! Du hast mich hier fast runtergeschmissen! Ach, Papplepapp. Du Steinnase. Komm mal runter, guck an. Hui! Ups. Ich kam nicht so ganz. Ich wollte mich eigentlich irgendwo festhalten. Hat aber nicht so ganz geklappt. Oh, geht's da besser? Oh ja. Danke, Carsten. Hui. Ah, ich liebe das Runterrutschen. Das ist eigentlich ganz cool. Warte. Ich hab keine Lust auf euch, Steine. Hätte mal eigentlich... Oh. Ich hab mich ein bisschen eingeklemmt hier irgendwie. Solange du nur dich einklemmst und nicht deine Schlange. Ich hätte nur den Stein noch kaputt hacken können. Ah, da wollte ich auch lang. Hi, ihr Steinnasen. Oh, die lassen mich gar nicht durch. Okay, dann bis später. Wir ja, sehen uns. Heidi ho. Und ja, für euch, wenn die Folge euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar. Alles gut, nichts passiert. Okay. Ein Abo wäre auch ganz toll, ne? Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.